Bin aber mal raus. Jo, bis denn, tschö. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Neue Folge, Real Farming Endless 19 Meets Reality. Wir müssen noch ein bisschen Tiefen lockern hier. Ein bisschen ist gut. Eigentlich fast das ganze Feld. Zu zweit am Werk. Ich hoffe mal, das geht ein bisschen flotter. Ich glaube, bei mir hier drin ist die Klima ausgefallen, ey. Scheiß Teil. Ja, es ist viel zu warm, ey. Ja. Na gut, dass ich keine Ferkel hab. Warum? Ja, die würden doch bei der Hitze kaputt gehen. Ich dachte, du wolltest welche kaufen, habe ich gehört. Ja. Nur dafür erstmal die Vorräte, damit ich die Tiere versorgen kann. Oh, das macht Sinn. Ja, sonst gehen mir erst recht die Tiere nach zwei Tagen ein. Ja. Wenn du willst, können wir gleich bei mir am Hof ein Bierchen trinken zum Feierabend. Feierabend. Mal gespannt, wenn der heute wird. Bin ich auch mal gespannt. Das Feld wäre ja schon schön, wenn wir fertig kriegen. Wenn wir jetzt durcharbeiten, definitiv. Ich habe heute nichts anderes mehr vor. Wobei, ich sollte noch meinen Forst rüber. Gleich noch mal ins Tablet gucken. Was die Kohle macht. Was haben wir hier? Drei Paletten. Ja. Was ist hier unten los? Arbeit. Arbeit? Ja, kennst du das? Ja. Ich bin? Ja. Erstens Gehörsturz. Zweitens, ich fahre endlich mit meinem neuen Traktor herum. Das freut mich. Nach der kompletten Niederlage von der Feuerwehr, kein Wunder. Was ist das denn jetzt für ein Träger? Fendt 724. Vorher hatte ich ja den Steuer, aber nee, was macht die Feuerwehr? Versenkt ihn im Fluss. Den Schadensersatz bekommen. Ich hing da so. Also, beziehungsweise der Unfall war meine Schuld, weil ich kurz mich abgelenkt wurde. Und die hängen mit dem Hinterrad nur noch am Geländer und mit dem Vorderrad auf so einen roten Pfosten. Der Feuerwehr fährt einen Korb ran, sagt, das können wir nicht mehr retten, fährt einen Korb ein und in dem Moment fällt er runter wegen dem Korb. Supi. Oh. Lief doch optimal, oder nicht? Na, optimal, total Schaden. Scheiß Funk, spinnt immer. Na. Herr Diesel, fahren Sie Reihe dann. Mach ich. Warte mal, ich muss den. Alter, der ist immer im Telefonat hier, der Händler. Ja, probier's trotzdem mal. Händler. Guten Tag, Herr Bruno. Hallo. Ich würde gerne mal wissen, wie viel die offene Summe noch ist, ungefähr. Ah, genau, da war ja was. Das sind, lassen Sie mich kurz überschlagen. Das sind, was Sie mir noch überweisen müssen, sind,
32.000. Oder? Ja. Ja, gut. Schicke ich Ihnen dann. Ja, dann Ihnen einen wunderschönen Tag. Bitte, tschüss. Jo. Er scheint mir ein bisschen sehr wenig, aber naja. Das mache ich, weise ich gleich mal an. Ich wollte Sie nur mal fragen, ob das mit dem Geld so bewusst war, weil das waren 32.100, aber es waren ja nur 32.000. Ja, das passt schon. Okay, ja, ich wollte nur fragen, nicht dass Sie... Gehst du rüber zur Helga und dann trinkst du ein bisschen was? Ja, nee, alles gut. Ich wollte halt nur wissen, hätte ja sein können, dass... Ja. Nee, passt schon. Gut, ja, geht dann. Bis dann. Guten Tag. Tschö. Ja. Habe ich schon gedacht, er hat gemerkt, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Aber. Naja. Alter, was ist denn jetzt los? Volker Varuna, hallo? Ja, guten Tag, Herr Varuna. Wir haben den Preis vom Ernten nochmal durchgerechnet, das macht dann 6.821. Nee, anstatt den 10.000. Das hört sich schon besser an. Wenn Gut. Sie es dann gerade kurz überweisen könnten. Jo, weise ich dann an. Jo, dann schönen Tag noch. Ebenso, tschüss. Tschüss. Alter Falter, ey. Heute geht's aber rund wieder telefontechnisch. Was hat er gesagt? 6.8. So. Oh, ey. Mit Sicherheit, der hat auf jeden Fall irgendwas sich verrechnet. Weil alleine der Harvester 10% Steuer sind ja schon 44.000 Euro. Also irgendwas kann da nicht stimmen. Aber naja, mir soll es recht sein. Hallo? Geht's gerade? Ja. Okay. Machst du mir mal noch eine Rechnung? Ja, werde ich Ihnen nächste Woche dann schicken. Okay, gut, danke. Und aber sonst alles klar? Ja, nur beim Herr Cordes nicht, weil der sitzt hier gerade im Trecker und wacht irgendwie nicht mehr auf. Und ich versuche ihn gerade wach zu kriegen. Dann hau ihm mal eine Flasche Wasser ins Gesicht. Aber nur den Inhalt, gell? Ja. Ja. Herr Cordes. So, Herr Cordes, wird ein bisschen feucht. Feucht? Ganze Flasche drüber kippen. Ja. Herr Cordes, sind Sie jetzt wach? Herr Cordes? Atmet er noch?
Ja, atmen tut er noch. Ich hab schon ausgeschrieben. Ich funk mal Leon an. Leon! Ja, bin unterwegs. Ja, gut. Puls? Der Puls ist, also er scheint noch zu funktionieren, aber irgendwie Geist ist jetzt da weg. Also er ist eingeschlafen und steht vom Baum. Der Puls, der funktioniert noch. Hey, Junge, das ist ein Mensch, keine Maschine. Ja, ich weiß, er schlägt noch. Also, okay. Ihm scheint es noch halbwegs gut zu gehen. Den Umständen sozusagen entsprechend. Vielleicht macht er nur ein Nickerchen. Aber vor einem Baum, dass der Traktor einen Baum fast umfährt. Ja, vielleicht ist er eingeschlafen. Narkolepsie. Aber er hat Warnblinker an. Also er scheint es schon noch bemerkt zu haben. Tja. Naja. Gut. Leon. Dann mal viel Erfolg ja. Noch, ne? Wir ziehen ihn mal raus. Ja, zieh warte, mal. Ich leg mal kurz den Rettungsrucksack ab. Eieiei. Ei. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn und Zweck hat mit dem hier. Bleib mal stehen! Volker. Ja. Ich habe mir jetzt eine Seeltechnik bestellt. Oh, was denn? Fredestein 600. Die Fredestein Rapid A600S. Hm. Federstedt meinst du? Ja. Weiß nicht, wie ich immer auf Fredestein komme. Weiß ich auch nicht. Ja, ich hab die Horsch, die 9 DC. Ja, ich kann ja noch nicht direkt so groß in investieren, zum Beispiel in so einem 6R. Ja. Langsam, mühsam ändert sich das Eichhörnchen. Genau. Genauso wie langsam quält sich das Faultier den Baum herauf. Ja, und das hat ja Freude dabei. Das ist wohl auch wieder mal die machen immer alles gemütlich. So, wir sind recht gut dabei. Ich glaube, das kriegen wir heute Abend noch fertig. Ja, du hast ja mehr Arbeitsbreite wie ich. Ja, aber gefühlt ist es auch nicht viel mehr. Fühlt sich irgendwie so an, als wäre es genauso groß. Ja. Ich war noch gar nicht bei mir auf dem Acker, wie der aussieht. Oh je, will ich gar nicht erst wissen. Muss ich mal gucken. Ja, weil ich hatte so viel erstmal zu regeln, weil der alte Besitzer, ey, der hat ja so eine Kacke gebaut. Boah. Er hat so gesehen den Hof komplett runtergewirtschaftet. Hat eine Sauerei gemacht. Und das passt sogar zum Schweinehof, eine Sauerei. Ist bei dir im Trecker Rauchen erlaubt? Nee. Da muss ich mal eben raus, ein Rauchen. Du kriegst ja aber kein Geld. Dann warte ich lieber noch. Wenn du fertig bist, kannst du den ganzen Abend pofen. Boah, ich fühle mich so klein in den 6er neben deinem Xerion. Ja, das ist schon ein Riesenunterschied nochmal. Ja, meiner ist ja jetzt weg. Was? Ah, Xerion. Mein Xerion. Wer ist weg? Der Weihnachtsmann. Und wo liegt Rudolf jetzt?
Er ist auch weg. Die liegen Nein, alle bei. Rudolf. Die liegen alle bei der Karibik. Deshalb fällt auch das nächste Weihnachten aus. Haben zu viel, haben zu viel gesoffen. Ja, der hat einen dicken Bierbauch. Aber anscheinend doch schon einen sehr, sehr fetten Bierbauch. Nein, der hat keinen Bierbauch, der hat einen Glühweinbauch. Nein, es ist beim ersten Glühwein ist es noch Glühwein, beim zweiten ist es Lühwein, beim dritten ist es Ölwein und beim vierten ist es Wein. Was auf einmal dann nur noch ein Buchstaben, ich glaube nur noch Ü. Ein Hüwein. Ein Ü-Wein. Ein Hüwein. Deswegen niemals zu viel Glühwein trinken. Nee, nee, Glühwein trinke ich nur auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, ist hoffentlich noch eine Weile hin. Definitiv. Naja, bin mal raus aus dem Funk kurz. Jo. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Tschüss.